Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Skyrim Anderel. Und heute werden wir mit, wie heißt du, Alfred sprechen. Ich freue mich heute ganz besonders, dass ich heute wieder ein bisschen mehr Zeit mit Skyrim verbringen darf. Sonst habe ich die letzten Tage nur eine Folge aufgenommen, aber jetzt geht's richtig ab. Kommt, setzen wir uns. Achso, ja, da war was. So. Ach, Jerom. Da habt ihr wirklich ein Kapitel aufgeschlagen, wisst ihr das? Ihr hattet recht mit dem, was ihr vorhin gesagt habt. Wir zwei waren früher beste Freunde. Unsere Väter haben sich gekannt. Und seit ich denken kann, haben Jero und ich irgendwelchen Unfug miteinander getrieben. Zumindest bis seine Mutter damals starb. Nicht an Altersschwäche, schätze ich. Nein, Banditen. Mitten auf der Groschenstraße. Letztens ist das ja normal geworden, aber damals galt sie noch als sehr, sehr sicher. Sie war auf dem Weg nach Ark mit drei anderen Frauen und oben beim Pass ist's dann plötzlich passiert. Niemand hat überlebt. Jero hat es zerschmettert. Wobei ich fast glaube, dass das Schlimmste für ihn war, wie sein Vater nach dem Vorfall zerfallen ist. Die Fischerei verkam und der arme Kerl tat Tag ein, Tag aus nichts anderes mehr als saufen und schlafen. Das hat Jero für immer verändert. Wie genau? Tja, gute Frage. Einerseits wurde er zum Mann, trotz seines zarten Alters. Und andererseits hat es etwas in ihm geweckt, könnte man sagen. Den Wunsch, irgendwie mehr aus seinem Leben zu machen. Die alte Mutter Jannik hat das gemerkt und nahm ihn zum Lehrling. Er lernte lesen und schreiben und konnte die gesamten heiligen Verse irgendwann auswendig. Und wenn er nicht gerade seinem Vater aus dem Suff helfen musste, half er überall im Dorf, wo er konnte. Er hat seine Trauer in Schaffenskraft verwandelt. Das klingt doch eher nach einer guten Entwicklung. Ja, so kann man sehen. Es dauerte nicht lange, da war er das Juwel des Dorfes. Der strebsame Fischerjunge, der, obwohl er nur schaffenden Pfades war, zu großen bestimmt sein konnte. Und dann kam es, wie es kommen musste. Ein Ordenshüter kam nach Flussheim, um das Wunderkind mit eigenen Augen zu sehen. Und siehe da, in all seinem Scharfsinn hatte er noch eine schlummernde Magiebegabung. Der Hüter nahm ihn mit. Und ein paar Monde später begann er sein Noviziat. Seither habe ich ihn nur noch zweimal gesehen. Weil er nur noch sehr selten auf Flussheim kam. Ich glaube fast, dass er gar nie bemerkt hat, wie sehr mich das damals getroffen hat. Ist es so ungewöhnlich, dass einer schaffenden Pfades eine Chance bekommt, ein Hüter zu werden? Wenn ein Schaffender es zum Feldwebel in der Garde schafft, ist das schon Grund für ein eigenes Bardenlied. Er muss der erste Novize seit Jahrhunderten gewesen sein, der nicht erhabenen Pfades war. Also ja, es ist ungewöhnlich. Mehr als nur das. Und was meint ihr nun damit, dass ihr Jero, der Jeros Tat habt, kommen sehen? Tja, das ist schwer zu erklären. Ich glaube, es war die Art und Weise, in der er immer von seinen großen Plänen erzählte. Wie er die Welt verbessern würde und zum mächtigsten Hüter seit Loram Wasserklinge aufsteigen würde. Hinter all dem war nämlich immer so eine Wut. Eine Wut gemischt mit unglaublicher Trauer und Enttäuschung. Ich glaube nicht, dass ihm das selbst wirklich klar war. Diese Wut war es nämlich, die ihm die Kraft gab, all das zu tun, Tag und Nacht zu schuften und zu lernen. Aber auf mich wirkte sie auch immer gefährlich. Wie der blaue Tod. Er lauert in dem weglosen Magier. Er glaubt, Magie ohne die Hilfe des Ordens meistern zu können. Und erst schenkt er ihnen Kraft. Aber dann, eines Tages, bricht er mit all seiner unheiligen Zerstörungskraft hervor und macht sie zu den Bestien aus den alten Liedern. Aber was soll's? Ich bin nur ein alter Mann und was weiß ich schon von solchen Sachen. Lasst mich nun etwas schlafen gehen, Madame. All die Erinnerungen machen mich müde. Okay, danke für die Hilfe. Ja, natürlich. Okay. Bevor wir nun weitergehen, das war falsch. Ich will zurück. Obwohl, wir müssen ja erstmal noch einen Händler aufsuchen, ne? Ihr habt mir nämlich in die Kommentare geschrieben, dass der Hof, wo ich war, betretbar ist durch eine Luke. Ich habe die Luke nicht gesehen habe. Das sieht mir nach Händlerbezirk aus.
Oh, hi. Ist das geil! An diesem Aushängebrett werden Kopfgeld, Aufträge und Gesuche ausgeschrieben. Gesucht im Flussheim. Der wegelose Redrick Borenstein wird gesucht für mehrfachen Betrug und schweren Raub. Er ist stämmig, hat blaue Augen und einen blonden Bart. Er gilt als höchst gefährlich und es wird zu großer Vorsicht aufgerufen. Für sein Ableben sind 180 Enderräder Groschen ausgegeben. Holy shit, ja, mach ich. Ein nach dem anderen. Ich will die Geschichte jetzt hier nicht so überspringen alles. Du! Oh, oh weh! Was? Alles okay? Ich spüre Schwingungen. Schreckliche Schwingungen. Oh ja, ich spüre sie ganz deutlich. Das liegt wohl daran, dass du irgendjemanden gerade einen runterholst. Das könnte daran liegen. Schlimme Schwingungen? Oh ja. Schlimme Schwingungen. Etwas Seltsames umgibt euch. Eure Aura. Oh, oh nein. Also dieses Oh und die Handbewegung von ihr, das macht mich ein bisschen kirre. Meine Aura, was ist damit gemeint? Sie ist Indigo-Blau, die Farbe der Sterbenden. Es muss sich um eine magische Anomalie handeln, die auf eine unerklärliche Art und Weise mit eurem persönlichen Kraftfeld reagiert hat. Oh weh, das verheißt nichts Gutes. Jetzt drehen wir nicht durch. Aber ihr habt Glück, denn die Winde stehen günstig. Ich befinde mich, ähnlich wie ihr, in einer tragischen Situation. Und vielleicht können wir einander helfen. Wie genau gedenkt ihr mir zu helfen? Ich habe ein spezielles Objekt im Angebot. Einen Schädel. Den Überlieferungen nach stammt er aus den Mitten der roten Wüste Kyras. Und von uns Arkanisten wird er nur der Meisterschädel genannt. Es wäre ein waghalsiges Experiment. Aber wenn ihr den Schädel bei Mitternacht für eine Stunde auf dem Kopf balanciert, könnte das eure Aura wieder harmonisieren. Vielleicht. Was? Bist du irgendwie ein bisschen bekloppt? Na schön, warum nicht? Wobei benötigt die Hilfe? Das ist schnell erklärt. Mir wurde vor einigen Tagen etwas extrem Kostbares entwendet. Mein Schönheitstrank. Ah. Und während ich bis vor kurzem im Dunkeln tappte, habe ich nun einen Verdacht, was passiert sein könnte. Ein Auradieb hat ihn mir gestohlen. Ah. Bist du sicher, dass du nicht verrückt bist? Schönheitstrank? Auradieb? Ja. Es sind alte Wesen aus vergangenen Zeiten, weit vor den Pyräen. Für gewöhnliche Augen sind sie unsichtbar. Doch wir spirituell Begabten können sie sehen. Auradiebe haben nur einen Existenzgrund. Und der ist es, die Harmonie glücklicher Menschen durch schelmische Taten zu zerstören. Wie den heimtückischen Diebstahl meines Trankes. Also, Punkt A. Wenn du ein wenn du einen Schönheitstrank brauchst, bist du dann wirklich glücklich? Punkt B. Wenn du spirituell begabt bist, wieso hast du es nicht gesehen, wie er dich beklaut hat? Ich weiß nicht, das stimmt aber nicht. Wie könnt ihr euch sicher sein, dass es kein fliederfarbenes Einhorn war? Einhörner sind Kindermärchen. Natürlich. Das solltet ihr eigentlich wissen. Es war ein Auradieb. Ja, das spüre klar. Ich. Euer Schönheitstrank? Ja, seine Essenz ist frisch gezapftes Wasser direkt aus den Quellen Inodans. Eine echte Rarität. Regelmäßiges Zuführen dieses Trunkes verleiht dem Anwender sowohl unwiderstehliches Äußeres, als dass es auch die natürliche Alterung verlangsamt. Nur durch die Elixiere habe ich mir über all die Jahre hinweg meine jugendliche Schönheit erhalten können. Lass mich raten, du bist 20.
Na schön. Ich werde sehen, ob ich euren Trank wiederfinden kann. Irgendein Anhaltspunkt, wo ich mit der Suche beginnen könnte? Ich habe einen Verdacht. Gestern, als ich am Honigfluss tanzte, erschien mir aus dem Nichts eine Stimme im Ohr und sie flüsterte 5 Worte. Finde mich in der Klarwasserhöhle. Ich bin mir sicher, dass es der Trank war, der zu mir gesprochen hat. Aber ich bin zu alt, um auf eigene Faust alte Höhlen erforschen zu gehen. Dabei ist besagte Höhle nicht einmal weit von hier entfernt. Es ist eine verlassene Schürfergrube gleich dem Hügel zum Bergpass hinauf. Geht dorthin und findet meinen Trank. Und ich werde euch angemessen entlohnen. Alter, der Schreiberling für diese Quest, der muss belohnt werden. Sie war am See tanzen. Und ein Gegenstand hat hier zu ihr gesprochen. Grüße. Oh Mann. Aber ja. Okay. Was kann ich dir so Schönes verkaufen? Das gehört nicht. Wie schalte ich nochmal um? Wie war das? Ach, genau. Ach, das kann ich dir alles verkaufen. So, Langbogen. Brauche ich alles nicht. Messer. Den behalte ich mal. Licht kann man immer gut gebrauchen. Den Streitkolben kannst du haben. Ich denke mal, die Sachen, die leuchten, die habe ich angezogen. Wehrrobe. Nee. Das habe ich, glaube ich, angezogen. Den Bogen habe ich. Habe ich den Bogen gerade in der Hand? Woher weiß ich, was hier angezogen? Ach. Leck mich doch, ganz ehrlich, dann gehe ich weiter. Das behalten, ich meine, die wiegen sowieso nichts. Ganz ehrlich, die wiegen nichts. So, was haben wir denn hier noch? Wollen wir es noch zu verkaufen? Ja, ich muss die Rüstung verkaufen. Ich weiß jetzt nicht, was ich anhabe. Lebt. Also. Ja, achso, die. Ah, die mit den Pfeilen habe ich an, oder was? Nehme ich an, oder? Tatsächlich. Ich habe keinen Helm an. Okay, überall, wo ein Pfeil ist, habe ich an. Sehr schön. Gut, fehlt mir noch irgendwas? Habe ich Schuhe? Schuhe habe ich. Weste habe ich, Handschuhe habe ich. Perfekt, alles. Okay. Aber ja. Aber sie will mir nicht alles sie will nicht alles haben. Na, schade. Gut, vielleicht finde ich noch jemand anderen. Aber danke für deine Quest. Lass mich los. Möge sein Licht euch leiten. Ihr seid nicht von hier, was? Gebt auf euch Acht. In letzter Zeit geht es hier drunter und drüber. Schaltet wohl, Maidan. Ja? Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Sagt, was ihr braucht und macht schnell. Du mich auch, du Arsch. Yeah. Also, das sind seine Sachen. Kannst du alles haben hier. Gib mir einfach dein Geld. Mehr will ich nicht. So. Sehr schön. Alles verkauft bekommen. Rucksack ist wieder ein bisschen leichter geworden. Schreitet wohl. Ja, ja. 424 Gold. Und Tragkapazität haben wir auch um knapp 60? Ne, 160. Verkleinert, perfekt. Moment. Eine Sekunde. Hallo. Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Sag, was ihr braucht und macht schnell. Was hast du eigentlich im Angebot? Kann man da irgendwas nehmen, was irgendwie durch die Verzweiflung erhöht kritische Trefferchance um 5%? Ja, nee. Lass mal stecken. Lebensenergie um 10 Punkte ist auch nicht wirklich cool. Brauchen wir auch nicht. Ja, gut. Schleichen.
Taschendiebstahl. Fernkampf. Verbessert Fernkampf für Geselle bis Fähigkeitsstufe 50. 3 Stück hast du davon nur? Gott, ich kann es mich nicht mehr leisten. Ein bisschen arm. Na gut. Wir werden noch unser Geld kriegen. Rein. Wir werden hier das Let's Play ganz geschmeidig angehen lassen. Wir machen hier immer keinen Stress, ne? So, Schleichen. Nee, Fernkampf. Gesellenbuch, Fernkampf. Zack. Dieses Lehrbuch enthält für euch sehr fortgeschrittenes Wissen. Ihr könnt es dennoch verwenden. Jedoch wäre es sinnvoller, stets Lehrbücher zu lernen, die euer Können in der jeweiligen Fähigkeit entsprechen. What? Ach, Gesellenbuch wahrscheinlich. Also hast du auch Lehrlingsbücher? Ja. Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Sagt, was ihr braucht und macht schnell. Ach, Expertenbuch, Lehrlingsbuch, Fernkampf. Verdammt. Okay. Fail. Richtig schön fail. Ja, was soll's. Gut, ich brauch Geld. Ist da Geld drin? Oh, sichere Truhe. Ihr habt eine sichere Truhe gefunden. Gegenstände, die ihr in sichere Truhen ablegt, können nicht verloren gehen oder gestohlen werden. Ihr findet in jeder Siedlung und an Myradentürmen sichere Truhen. Alle Truhen teilen sich denselben Inventar. Das ist gut. Dann legen wir doch da einfach mal... Weiß nicht. Auf jeden Fall... Alles davon rein. Die Notizen meinetwegen. Ach genau, ich wollte ja Wölfe beschwören, ne? Gut, das muss drinnen bleiben. Brauchen wir hier noch irgendwas? Wasseratmung kann man behalten. Trankmischertrank. Alchemie ist um 5% stärker. Tschüss. Spinnengift, behalten wir. Widerstehe 5% Schock, 5% Schockschaden für Sekunden, ja. 20 brauchen wir nicht. Regeneriert 6 Ausdauer für 4 Sekunden. Mana-Trank, Lebensflusstrank. Lebensregeneration festigen. Mhm. Gift des Leidens. Entzieht 3 Punkte, Lebenspunkte, Lebensenergie für 3 Sekunden. Gesundheitstrank, verschlimmert Arkanistenfieber um 2%. Tschüss. Obwohl, hätte ich vielleicht behalten können, ne? Nur Safety. Safety first, Freunde. Frostwiderstand brauche ich auch nicht. Feuerwiderstand auch nicht. Reguliert Mana. Brauche ich nicht. So, das Einzige, was ich brauche, ist wirklich das Ambrosia. So, wir haben alles Mögliche verkauft. Wir kommen später hier zurück. Wir haben erstmal ein paar Quests zu erledigen. Ich möchte nicht zu viele Quests annehmen, weil sonst bin ich verplant und weiß nicht mehr, um welche Quests es da geht. Und das will ich vermeiden. Wir gehen zu Alter Stollen, war das, oder? Nee, das war Pentas Haus. Kann man hier nicht schnell reisen? Gibt es hier kein Schnellreisen? Sag bloß. Wieso kann ich da nicht hinreisen? Ich kann nur zu Städten reisen. Oh. Baited. Der Serum wurde gebaitet. Ja? Hilfe, ich steck fest. So, okay. Wir können nur von Stadt zu Stadt reisen. Finde ich cool. Hat so ein bisschen Rollenspielfaktor, muss ich sagen. Ist ja auch ein Rollenspiel. Gut, dann rennen wir mal zum Haus zurück. Das heißt, wir
Das ist doch kacke. Wir müssen aufpassen. Guck, wie er sich freut. Wir müssen aufpassen, was wir tun. Eigentlich müssen wir in der Stadt bleiben und die Quests sammeln, ne? Komm. Wir müssen uns nochmal in der Stadt umsehen. Wir müssen erstmal die Quests sammeln, sodass wir, wenn wir unterwegs sind, wirklich alle Quests machen können und nicht fünfmal hierher zurückkommen müssen. Ist natürlich eine schöne Sache. Aber... naja, das Schnellreisen... vorbei, komm. Lösen wir erstmal die Quest, die wir haben. Wir können ja zur Stadt schnell reisen. Zu Fuß müssen wir nur zurücklaufen. Das ist alles gar kein Problem. So. Ja, wir haben auch genug Zeit in der Stadt verbracht, ganz ehrlich. Ihr wollt Abwechslung, ihr wollt Mord sehen, ihr wollt Totschlag sehen, ihr wollt sehen, dass ich hier sterbe. Das sind die Dinge, die ihr sehen wollt, apropos sterben. So. Ich fühle mich gleich schon ein bisschen sicherer. So, wir sind auch besser geworden in Schießkunst, das ist gut. Was ich gerne machen würde, ist eigentlich tatsächlich die Kopfgeldjagd, weil 160 Dollar ist schon nicht schlecht. Ist schon nicht schlecht, kann man gebrauchen. Und so weit wechseln die Wege nicht, guckt euch an, das da. Um die Ecke sozusagen. Der alte Stollen ist betretbar. Da habt ihr. Hey! Mensch! Ich bin doch gar nicht vorbereitet! Hilfe! Ich steck fest! Erdbeben! Sag mal, kommst du über die Steine nicht rüber? Ja, besser für mich. Hä? Wo ist der Stein gerade runtergefallen? Wo ist der zweite? Okay, da kann ich auf jeden Fall nicht hoch, oder? Nein. Ihr wart doch zu zweit. Hoch! Ah, du armer Trottel. Du tust mir irgendwie leid. Zu hilflos anzusehen zu müssen, wie du selber stirbst. Das ist ein Fall von dumm gelaufen, Freunde. Wie er sich noch versucht zu regenerieren. Ob er sich aus dem Skelett weiterentwickelt hat? Wer weiß. Vielleicht ist das die Welt von Pokémon. Keine Ahnung. Aber wo ist das zweite Skelett hin? Die waren zu zweit, offensichtlich. So, das nehme ich gerne mit. Das sieht so ein bisschen aus, als wäre er von dem Stein hier erschlagen worden. Und der kam erst später. So. Ihr habt es alle gesehen, das waren zwei Skelette. Wir kamen hier raus. Ich bin da runtergefallen. Ja. Und das zweite Skelett ist verschwunden. Es ist einfach weg. Ja. Bist du das gewesen? Ich weiß ja nicht. Oder bist du da runtergefallen? Ich bin da nicht runter. Bitte nicht, sonst muss ich den Spielstand laden. Na gut. Gehen wir weiter. Vielleicht finden wir den ja noch. Wir müssen übrigens noch nicht warten, nein. Zauberbücher. Was ist das? Überfluss, bla bla. Zauberbuch. Gut. Warte. Nee, warte. First. Möchte ich gerne Geisterwolf rufen. Ja, du ärgerst dich noch ein bisschen. Tu das mal. Ich liebe Trolle. Bis du mal bei mir angekommen bist, ey. Du bist schon längst tot. Na gut. Ich finde den ganz cool. Ich habe keine Ahnung, was Nugget hat. Nugget meint, die sind scheiße. So. Da wird's heller, das gefällt mir. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in die Richtung. Ne?
Ich meine, der wird mich beschützen. Der tankt alles weg. Willst du mir damit sagen, dass mein eigener Wolf mich sieht? Nein, 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 es ist nicht der Wolf. Angriff, Wolfi! Okay, es ist ein bisschen scheiße, dass ich ihn selber auch treffe. Ich würde es begrüßen, wenn ich nicht meinen eigenen Wolf töten würde. So, Wolfi! Lauf! Machst du auch Schaden oder so? Mir reicht's, dass du tankst. Läuft. Der tankt schön. Ja, bist ein guter. So. Ich würde gerne Leitern steigen. Ich bin schon Fallout 4 gewöhnt, dass ich Leitern steigen kann. Oh, eine Ziege. Ja, ich meinte damit die Ziege und nicht die Truhe. Noch eine Ziege. Sehr schön. Schritte des rätselhaften Nomaden. Klingt interessant. Das war die Karte. Mentalismus Magie kostet 3% weniger Mana. Erhöht Mana um 8 Punkte. Elementarzauberkosten. Was? Egal, ich zieh's an. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Und wieder mal, die Truhe ist falsch rum. Leute, kriegt ihr es nicht in den Griff, eine Truhe richtig rumzustellen, oder was? Verstehe ich nicht. Aber vielleicht ist das so gewollt. Wer weiß. Vielleicht haben die einen Spaß dabei, die Spieler zu trollen. Magie, Mentalismus. Erhöht Rüstungswert um 80 für 240 Sekunden. Erhöht Rüstungswert um 35 Punkte und reduziert erlittenen Schaden um 35 Punkte für immer, oder was? Ach, pro Sekunde. Das heißt, solange ich das aktiv habe. Ah, das ist ein Schild. Steht da auch. Ich bin göttlich. So, ja gut, wissen wir Bescheid. Gut, gehen wir. Habe ich die Truhe geöffnet? Habe ich. Kurz vergessen. So, Freunde, ich habe aber gerade gesehen, wir sind out of time. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder und ich freue mich, dass ich gleich weiterspielen kann. Hui! Haut rein, euer Serum. Tschüss.